Schalke 04 hat die Reißleine gezogen nach der 3:4 Heimniederlage gegen Hansa Rostock und Dimitrios Gramotzis als Trainer entlassen. Er stand schon ein bisschen in der Kritik, aber ist der Zeitpunkt der Entlassung trotzdem überraschend, Norbert? Hallo Boris, nein, im Grunde ist der Zeitpunkt der Entlassung nicht überraschend, denn die Schalker Entscheider, also vor allem Peter Knebel und Ruven Schröder, haben es ja heute auch nochmal erklärt. Es geht einzig und allein darum, das avisierte Ziel Aufstieg doch noch erreichen zu können. Und da hat Schalke jetzt nun wirklich überhaupt keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn es denn jetzt überhaupt noch einen richtigen Zeitpunkt gab, wenn man davon sprechen kann, um den Trainer freizustellen, dann war es jetzt, weil je länger man jetzt noch gewartet hätte, umso geringer wäre die Chance auf den direkten Wiederaufstieg natürlich geworden. Im Übrigen hat Schalke ja nicht nur Dimitrios Gramotzis entlassen, sondern auch Co-Trainer Sven Piepenbrock und Torwarttrainer Will Kort. Und das ist die eigentliche nachrichtliche Überraschung, weil eben dieser Torwarttrainer ist ja erst im Sommer verpflichtet worden und ist ja eigentlich als der ganz große Halsbringer angekündigt worden. Aber was auch nicht ganz konfliktfrei war, also da gab es auch so ein Raunen, als der bisherige, sein Vorgänger rausgeschmissen wurde. Ja, natürlich. Simon Hensler galt als absoluter Vertrauter von Ralf Herrmann. Und es gab dann ja auch tatsächlich den Torwartwechsel. Martin Freisel kam ins Tor. Ralf Herrmann, der in die Saison als Nummer 1, als erklärte Nummer 1 gegangen war, musste auf die Bank. Das hat natürlich für einiges Rumoren gesorgt. Trotzdem ist es halt überraschend, wenn du einen Mann im Sommer holst, der im Grunde als das Nonplusultra der Torwartszene verkauft wird und ein paar Monate später schmeißt man ihn wieder raus. Das passt aber zu dem großen Beben, zu dem großen blauen Beben, das da jetzt heute auf Schalke stattgefunden hat. Okay, also der Rausschmiss von Gramotzis plus Team heißt einfach nur, dass man groß eine macht und halt, muss aber jetzt nicht zwingend heißen, dass es auch eine Schuldzuweisung zum Beispiel zum Torwarttrainer wäre. Naja, ich finde, es dokumentiert schon, dass man mit seiner Arbeit nicht zufrieden war. Möglicherweise liegt es auch an zwischenmenschlichen Dingen. Es wird auch hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Er habe aus privaten Gründen relativ oft dann auch beim Training gefehlt. Und all das führte jetzt wahrscheinlich zu der Gemengelage, dass man sich dann gleichzeitig auch von ihm getrennt hat. Ja, das klang gerade so ein bisschen so, als ob man auch schon vielleicht eher sich vom Trainer hätte trennen sollen, aus Schalker Sicht. Naja, es war ja mit Dimitrios Gramotzis immer so ein zweischneidiges Schwert. So richtig, so hundertprozentig zufrieden konnte man mit ihm eigentlich nicht sein, weil man natürlich irgendwo ein bisschen, wie es ja immer so schön heißt heute, die Spielidee vermisst hat. Man hätte sich von Schalke mehr Dominanz in der zweiten Liga erwartet. Man hätte mit diesem starken Kader, den sie mittlerweile ja doch haben, konstant bessere Leistungen erwartet. Es wurde ihm ja schon immer vorgeworfen, dass er bei dem großen Potenzial, das der Kader hat, zu wenig aus dieser Mannschaft herausholt. Auf der anderen Seite hat Schalke, obwohl die Mannschaft zu selten zu 100% überzeugt hat, ja nach wie vor immer diesen direkten Kontakt zu den Aufstiegsplätzen gehabt. Und da tust du dich natürlich auch schwer, dann einen Trainer vor die Tür zu setzen. Aber jetzt nach dem Rostock-Spiel, und diese Niederlage war überhaupt nicht einkalkuliert und auch die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, war kein Argument mehr für Gramotzis. Du hast jetzt nach diesem Spiel hast du 6 Punkte Abstand oder Rückstand schon auf einen Relegationsplatz. Das ist schon ein Brett, weil du jetzt ja darauf hoffen musst, dass du selber deine Spiele durchbringst. Dafür gibt es auch wenig Anzeichen. Und du musst auch darauf hoffen, dass die Mannschaften, die über dir stehen, dass die jetzt mehrmals noch stolpern. Und beide sind natürlich Wahrscheinlichkeiten, die Stand heute nicht besonders groß sind. Also Schalke ist nicht mehr Herr des Verfahrens, wie man so schön sagt, in der zweiten Liga. Sozusagen. Und das ist im Sport natürlich immer eine schlechte Ausgangssituation, wenn du darauf angewiesen bist, was andere tun. Und wenn du selber auch in einer Situation bist, wo du zumindest heute, Stand heute, nicht die Stärke hast, um die Konkurrenten unter Druck zu setzen.
Jetzt ist es natürlich immer leicht zu sagen, der Trainer muss gehen und der Trainer wird gegangen und rausgeschmissen. Trotzdem hat er zumindest einen kleinen Rekord aufgestellt. Er war jetzt von all seinen beiden Vorgängern am längsten da, nämlich ein Jahr. Ein bisschen mehr als genau ein Jahr am 2. März. Ist das alles, was er auf der Habenseite hat? Naja, immerhin hat er das auf der Habenseite. Ich hatte ihm ja am vergangenen Donnerstag bei der Pressekonferenz tatsächlich zum Einjährigen gratuliert. Das ist mir von manchen Kollegen als Ironie ausgelegt worden, war aber gar nicht so gemeint. Also der Glückwunsch war wirklich aufrichtig gemeint, weil seine beiden Vorgänger Manuel Baum und Christian Groß, denen wurde ein solcher Jahrestag nicht zuteil. Die mussten nach ungefähr 3 Monaten gehen. Auf seine Habenbilanz hat Dimitrios Gramotzis sicherlich, und das ist sein Verdienst, dass er Schalke in der 2. Liga stabilisiert hat. Das hört sich erstmal nach wenig an, aber wir erinnern uns an viele Prognosen, die es zu Saisonbeginn gab, als ja im Sommer so eine Art Weltuntergangsszenario sich rund um Schalke breit gemacht hatte nach dem Abstieg. Da war ja auch vielfach die Rede davon, dass Schalke sogar den Durchmarsch in die 3. Liga gehen müsste. Da gibt es prominente Beispiele wie den 1. FC Kaiserslautern oder den MSV Duisburg. Das ist nicht eingetreten, sondern Schalke hat eigentlich bis auf eine kleine Stolperphase zu Beginn der Saison, Schalke hat eigentlich immer dann doch im oberen Drittel mitgespielt und hat ja jetzt auch Wochen und Monate lang die Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen gehalten. Das ist sicherlich Gramozis Verdienst. Aber es hat jetzt am Schluss eben nicht mehr gereicht, weil der Verein merkt, wir haben das Potenzial, um aufzusteigen. Und wir versuchen jetzt nochmal das Letzte rauszukitzeln, um dieses Potenzial auch zu nutzen. Und das hat man halt Dimitrios Gramotzis nicht mehr zugetraut. Du hast vor einiger Zeit die Überschrift gemacht, der Unberechenbare über Gramotzis. Ist das sozusagen jetzt in der Rückschau das Urteil, das Unberechenbare war eigentlich das Negative oder war es doch trotzdem auch was Positives bei ihm? Naja, man kann es ja so oder so sehen. Unberechenbar ist ja in der Tat noch keine Bewertung, ob gut oder schlecht. Das Unberechenbare war darauf gemünzt, dass er beispielsweise mit seinen Aufstellungen doch sehr viel rotiert hat, dass er sehr oft gewechselt hat und dass man verlässliche Prognosen vor den Spielen im Grunde gar nicht mehr abgeben konnte. Also es hat so etwas wie eine Stammelf hat es im Grunde nicht gegeben. Es hat auch jetzt vor dem Rostock-Spiel hat es auch wieder, ich glaube, 3 Änderungen gegeben. Er hat Spieler, die eigentlich gesetzt sein sollten, wenn man sich den Kader anschaut, wie Danny Latzer, die hat er dann ganz draußen gelassen. Der Kapitän gehörte jetzt am Samstag nicht mal zum Kader. Also solche Dinge meinte ich mit der Unberechenbare. Und man hätte auch titeln können, vielleicht der Unbeugsame. Das Gramotzis hat sich eigentlich von diesem Konzept, von seiner Art dann auch nicht abbringen lassen, hat sich auch nicht von Kritik aus der Ruhe bringen lassen. Er würde zu wenig trainieren. Also er hat schon in diesem einen Jahr, in dem er auf Schalke war, hat er schon auch starke Nehmerqualitäten bewiesen. Er musste einiges einstecken, ging ja auch mit der Hypothek des Abstiegs, den man ihm sicherlich nicht ankreiden konnte, in die neue Saison, hat sich da durchgebissen. Aber jetzt unterm Strich ist ihm dann auch diese personelle Unberechenbarkeit dann am Ende doch zum Nachteil gereicht. Also man könnte sagen, wenn er erfolgreich gewesen wäre, hätte er mit der Taktik alles richtig gemacht, aber so hat er sich schlichtweg verzockt. So ist das, wobei ich nicht würde sagen verzockt. Verzockt hört sich so an, als wenn er im Grunde auf dem Glücksspielmarkt sich bewegt hätte. Er hat ja für alles auch immer logische Erklärungen gehabt. Und er hat das ja auch alles, glaube ich, gut durchdacht. Vielleicht hat er aber einfach auch ein bisschen zu viel gedacht und immer versucht, zu viel auf den Gegner zu reagieren, anstatt die Stärken der eigenen Mannschaft irgendwie mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja, du hast es gerade wiederholt von Stärken der Mannschaft gesprochen, die auch da sind und wo man eigentlich sagen muss, mit der Mannschaft muss man natürlich um den Aufstieg spielen. Schalke stand auf dem Aufstiegsplatz direkt jetzt bislang nicht, aber wenn es jetzt nicht nur der Trainer ist, gibt es denn noch Schwächen, wo du sagen würdest, der Nachfolger, der jetzt kommt, der muss da rangehen? Naja, die Schwächen
die Fehler machen unterm Strich immer die Spieler. Aber das ist ja ein uraltes Gesetz im Sport, im Mannschaftssport. Schuld sind die Spieler. Verantwortlich ist im Grunde der Trainer. Wir würden Gramotzis ja auch feiern, wenn er jetzt mit großem Vorsprung auf Platz 1 stehen würde. Wenn man sich die Leistung jetzt einfach mal vom Samstag heranzieht, beispielsweise, nur mal ein Beispiel, das zweite Gegentor, da sind erfahrene Spieler wie Marcin Kaminski und Salif Sané, die im entscheidenden Moment einfach nicht da sind. So, und da bist du natürlich dann als Trainer, da stößt du schon an deine Grenzen, weil du sagst ja als Trainer, naja, wenn ich mich auf die beiden nicht verlassen kann, auf wen denn dann? Also gefordert ist die Mannschaft, aber so wie Profifußballer nun mal sind, und so haben Knebel und Ruven Schröder das ja auch heute begründet, Mannschaften brauchen einen Impuls. So, da muss jetzt halt jemand hin, der dieser Mannschaft einen neuen Impuls gibt. Dimitrios Gramotzis konnte diesen Impuls offenbar nicht mehr setzen. Er wirkte auch relativ ratlos, und immer wenn er gesagt hat oder wenn er geradezu frohlockt hat, seine Mannschaft sei jetzt eine andere Mannschaft als in der Hinrunde. Diese Theorie ließ sich ja nicht mehr unterstützen, weder mit Resultaten noch mit den Leistungen. Die Entwicklung in der Mannschaft, und da legen Trainer ja Wert drauf, stimmte einfach nicht mehr. Du hast in den vergangenen vier Spielen hast du in Düsseldorf und jetzt gegen Rostock zwei richtig schwache Leistungen gehabt. Auch Rostock war trotz der drei Terodde-Tore gestern, das so naiv darfst du nicht verlieren als Schalke 04. Dann war doch das 1:1 in Karlsruhe dazwischen, das war auch keine glorreiche Vorstellung. Also die Entwicklung stimmte einfach nicht mehr. So, wie noch einmal, schuld daran sind die Spieler, verantwortlich ist der Trainer. Entscheiden müssen Sportvorstand und Sportdirektor, das haben sie getan. Das Vertrauen in Gramotzis ist geschwunden, insofern mussten sie jetzt handeln. Und jetzt soll ein neuer Mann her, der einen neuen Impuls bringt. Und da müssen wir mal abwarten, ob ihm das gelingt. Impuls klingt immer so ein bisschen nach Feuerwehrmann in solchen Situationen. Bei Feuerwehrmann fallen mir immer spontan zwei Namen ein, die immer gehandelt werden. Friedhelm Funkel und Peter Neururer. Welchen von beiden wird es auf keinen Fall? Also zumindest kann ich bestätigen, dass es nach unseren Informationen zu Friedhelm Funke bislang keinen Kontakt gab. Und ich gehe davon aus, da Schalke morgen bereits den neuen Impulsgeber verkünden will, dass man dann mit Friedhelm Funke schon Kontakt aufgenommen hätte, wenn man ihn denn haben wollte. Okay. Welche Namen werden sonst gehandelt zurzeit? Ich habe sie mir extra notiert. Die Liste ist lang. Friedhelm Funkel hast du schon genannt. Als interne Lösung fallen einem natürlich spontan ein die Klassiker Huub Stevens und Mike Büskens. Huub Stevens hat mir aber wirklich nach seinem letzten Retterengagement auf Schalke fast geschworen, dass er sich nicht mehr auf die Schalker Bank setzen würde. Mike Büskens ist ja eigentlich als dauerhafter Co-Trainer geholt worden. Die ganz große Lust, da an vorderster Front zu stehen, das hat er uns auch mal verraten, verspürt er nicht. Ich kann aber nicht ausschließen, dass er das möglicherweise übergangsweise bis zum Saisonende machen wird. Bruno Labbadia wird natürlich genannt, Daniel Farke, Uwe Neuhaus, zu dem es aber nach unseren Informationen auch keinen Kontakt gegeben hat. Jens Keller wünschen sich sogar einige Schalke-Fans zurück, weil sie sagen, das war im Grunde ein Trainer, der hier sehr erfolgreich war, der aber dann eigentlich ohne den ganz großen Grund gefeuert wurde. Zwei Überraschungskandidaten stehen auch auf der Liste, die in der Gerüchteküche gehandelt werden. Das ist einmal der Schalke B-Junioren-Trainer Uno Cinel, der innerhalb des Vereins einen sehr guten Ruf genießt. Und ein Trainer, den relativ wenige vielleicht kennen werden, Bartosz Gaul. Das ist ein ehemaliger Schalke Jugendtrainer, wenn man so will, ein Jünger in Anführungsstrichen von Norbert Elgert, der viel unter Norbert Elgert gearbeitet hat. Der ist mittlerweile Trainer bei der zweiten Mannschaft von Mainz 05, gilt als großes Trainertalent. Und das könnte diese Spekulation ein wenig nähren. Er ist aus gemeinsamen Mainzer Zeiten sehr gut bekannt mit dem Schalker Sportdirektor Ruven Schröder. Also dein Tipp? Schwierig, Boris. Muss ich ganz ehrlich passen. Ich versuche es mal rational zu sehen und als
Ja, als jemand, der auch viel über die Schalker Finanzen in der vergangenen Zeit berichten musste, kennen wir die angespannte finanzielle Schalker Situation. Zumindest geht der Verein ja damit selber auch sehr, sehr offen um. Also auf Deutsch gesagt, man hört immer, Schalke sei einigermaßen klamm. Und da liegt natürlich eine interne Lösung. Also wenn du jetzt, du schmeißt auf Deutsch gesagt 3 Leute raus, du musst für 4 Monate noch die Abfindung für 3 Leute zahlen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht im Moment, wie lange der Vertrag von Wilfort lief oder läuft. Das heißt, da sind auch schon mal wieder ein paar hunderttausend Euro, die wahrscheinlich dafür draufgehen. Dann würde ich, wenn ich jetzt mal den finanziellen Aspekt nehme, mir erstmal vorstellen, dass man es bis zum Saisonende mit einer internen Lösung versucht, die ohnehin schon auf dem Gehaltszettel steht. Wenn ich aber dagegen rechne, wie viel Mehrwert ein Aufstieg bringen würde, wenn man das abwägt. Also wenn du nicht die absolute Überzeugung in die interne Lösung hast, wenn du das so rechnest, dann holst du wahrscheinlich wirklich jemanden von außerhalb. Aber da jetzt zu sagen, wer da am nächsten von der Liste dran ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, da stochern wir hier aktuell noch ein wenig im Nebel. Ja. Wenn wir uns mit Plausibilitäten beschäftigen, dann würde man ja sagen können, Bujo gehörte auch zu dem Team, das jetzt nicht erfolgreich war, ist aber jetzt nicht rausgeflogen, ist also weiterhin da. Aber von dem wäre ein Impuls jetzt wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, weil der ist ja auch Teil der bisherigen Saison gewesen. Richtig, aber so ist ja im Grunde auch die Rolle von Mike Büskens auf Schalke geplant. Er hat ja selber mal gesagt, er würde gern der Hermann Gerland von Schalke werden. Hermann Gerland war beim FC Bayern München jahrelang einer der Co-Trainer und hat eigentlich alle Cheftrainer in Anführungsstrichen überlebt. Also Gerland war im Grunde die Konstante im Trainerteam der Bayern und das möchte Mike Büskens auch sein. Ob man ihm diesen Impuls als Teil des Teams von Gramozis zutraut, das vermag ich nicht zu beurteilen. Er hat ja zumindest immer, wenn er als Retter im Kampf gegen den Abstieg aktiv war und eingesprungen ist, hat das ja funktioniert, das hat ja geklappt. Aber du musst ja nicht jetzt nur retten oder du bist ja jetzt nicht nur der Feuerwehrmann, sondern du musst ja wirklich jetzt mit der Mannschaft richtig Boden gut machen. Das heißt, es nutzt nichts, wenn du jetzt auf dem Niveau im Grunde bleibst und wenn du versuchst, irgendwas über die Runden zu bringen, sondern du musst diese Mannschaft jetzt wirklich besser machen und zwar deutlich besser machen. Und zwar so gut, dass sie es schafft, die Konkurrenten, die vor Schalke stehen, und da sind ja mittlerweile wieder eine ganze Menge, so unter Druck zu setzen, dass die jetzt wirklich nochmal das Nervenflattern bekommen. Ja, auf Schalke hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass Pressemitteilungen unter Marketingaspekten herausgegeben werden, sprich gerne um 19.04 Uhr. Daran hat man sich ja heute nicht gehalten. Den Trainer hat man schon kurz nach 8 im Grunde offiziell rausgeschmissen. Wann geben die den Trainer bekannt? Morgen um 19.04 Uhr oder wird es noch eine längere Zitterpartie? Ich hoffe möglichst früh, damit wir dann zumindest Planungssicherheit haben und nicht den ganzen Tag rumtelefonieren müssen, um dann vielleicht doch noch die eine oder andere zusätzliche Information zu erhaschen. Aber ich denke mal, oder ich könnte mir vorstellen, dass es morgen relativ zeitnah passiert, weil sie haben sich ja heute schon dann so weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir geben es morgen bekannt. Und das machst du in der Regel ja nicht, wenn du selber noch total im Trüben fischst. Ja, okay. Dann sind wir mal gespannt. Danke, Norbert. Wir sind gespannt. Danke, Boris.